Ja, die Tür zum Finale hier in San Diego Acura Classic steht weit offen für Marie Pierce 1998. Da war sie erstmalig und letztmalig in einem Endspiel, hatte damals im Halbfinale die Weltranglistenerste Martina Hingis besiegt und verlor dann gegen die Nummer 2 der Welt, Lindsay Davenport. Die Amerikanerin, Titelverteidigerin, ist leider nicht dabei. Nur eine Verletzung hinderte sie daran, hier mitspielen zu können. Tja, und für Shuai Peng wird das jetzt ein Weg, eine Aufgabe. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie die noch lösen kann. 2-6-1-4 liegt sie hinten. Sie müsste jetzt damit anfangen, endlich mal der Gegner das Aufschlagspiel abzunehmen. Auf sicher ist das Halbfinale eine Riesengeschichte für die 19-Jährige. Erstmalig bei einem Turnier dieser Kategorie. Gerade noch mal ganz kurz Mary Jo Fernandes gesehen. Während der Pause begrüßte der Stadionsprecher sie und auch Pam Shriver, die für ESPN die Interviews führen. Ja, sagt doch Pierce. Schade. Der erste war knapp daneben. Dieser auch. Mit ein bisschen Glück hat sie hier 40-0. Shuai Peng war Aufschlag von Pierce. Ich bin auf die Statistik am Ende gespannt, wie viele Gewinnschläge bei der 30-Jährigen. Wir haben das gerade, vielen Dank. 23 mittlerweile gegenüber 11. Das ist viel. Jetzt nochmal zum deutlich machen und zum Mitlesen. Ohne Mühe. Zum 5-1. Könnte das zweite Finale der Saison erreichen. Das erste war ja quasi in der Heimat, in Paris. Anfang Juni, das Finale Roland Garros. Hatte sie keine Chance gegen Justine in Ardennes. Next.
zu harmlos, selbstverständlich dieser Angriffsball. Und auch darauf weiß Pierce dann die richtige Antwort. Na gut, wenn es läuft, dann trifft man eben jeden Ball. Zwei Punkte fehlen, wie sagen die Tennisspieler dann so schön, richtig reingehackt diesen Ball. Also Peng kann noch einmal verkürzen, so war es auch im ersten Satz. Auch dort gelang ihr das 2:5. Also nach der Pause Pierce zum Einzug in, um jeweils die Begegnungen für sich zu entscheiden. Also bleibt sie souverän oder hat sie schon zu früh abgeschaltet? Amerikanische Kollegen wieder verliebt in diese Perspektive. Da schläft wieder jemand auf dem Ü-Wagen, um die richtigen Knöpfe zu drücken. Das Ass von Pierce, 30-0. Mittlerweile ihr viertes. Ja, dafür können wir uns nur entschuldigen, aber wir haben, wie gesagt, keinen Einfluss auf Bilder, auf die Führung der Bilder, wie es so schön heißt, die Bildregie. Und sicher haben wir die Matchbälle. Chef ist wieder da, beim Drücken der Knöpfe. Ohne Probleme erreicht Marie Pierce das Finale Currer Classic hier in San Diego. 6:2 und 6:2, der deutliche Erfolg im Halbfinale der Französin gegen die Chinesin Chuai Peng. Sie war nie gefährdet in diesem Spiel. Toller Erfolg für die 30-Jährige, die zum zweiten Mal in ihrer Laufbahn hier in San Diego in Kalifornien das Finale erreichen kann. 98 verlor sie es gegen Davenport. Schauen wir mal, wer jetzt kommt. Auch sicher ist sie durch und sehen Sie morgen wieder. Kompliment an Sie. Ja, gegen wen wird sie spielen? Auch sicher gegen eine Japanerin, Morigami oder Sugiyama. Morigami übrigens als letzte Spielerin direkt in dieses Hauptfeld gelangt, ob des Rankings, ob sie den Weg fortsetzen kann, werden wir erleben. Also, stell doch die Zahlen. 28 direkte Punkte von Marie Pierce bei 12 vermeidbaren Fehlern. Das ist selbstverständlich eine sensationelle Quote. 71% erste Aufschläge im Feld. Ich möchte behaupten, Minimum 70% davon den Punkt gemacht. Also.